Hallo, ich bin's, die Dela. Bevor diese Folge losgeht, wollte ich nur eine kurze Vorwarnung weggeben. Eigentlich war diese Folge des Dela Kochstudios gedacht für den 2023er Adventskalender. Da dieser aber nicht stattfindet oder stattgefunden hat, habe ich beschlossen, werde ich jetzt einfach diese Folge wie eine reguläre Folge behandeln und in den Dela Kochstudio Feed kippen. Deswegen viel Spaß beim Anhören und nicht wundern, dass ich Mitte Februar plötzlich von Weihnachten und Advent spreche. In diesem Sinne, viel Spaß beim Anhören. Bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delanistan. Hallo und herzlich willkommen zur Dela Kochstudio Adventskalenderfolge. Ich bin heute leider alleine in meiner Küche. Die wundervolle Küchenfee Jonas ist leider anderweitig verteilt. Und ich habe bedacht, wir machen heute einen Apple Crumble. Weil so Bratapfeldinge und sowas, die sind ja doch mit Weihnachten sehr eng verknüpft. Und ich esse das tatsächlich selten, aber ab und zu mal habe ich dann doch Bock drauf. Und deswegen machen wir das heute. Was wir brauchen? Wir brauchen ungefähr 75 Gramm Butter, ganz normale Butter. Die möglichst kalt, also direkt aus dem Kühlschrank am besten. Wir brauchen 2 große Äpfel. Und wir brauchen 150 Gramm Biscoff-Kekse. Biscoff-Kekse, beste Erfindung der Menschheit. Und ja, wie geht's weiter? Wir nehmen die Biscoff-Kekse aus der Packung und zerstampfen die. Das machen wir also erst mit der Hand so ein bisschen kleinkrümeln und dann haut ihr einfach mit dem Rundholz oder mit einer Bierflasche oder mit was auch immer ihr habt, so lang darauf rum, bis das krümelig und klein und krümelig ist. Danach nehmt ihr eure Waage und eure Butter, misst 75 Gramm Butter ab, zupft die in ganz kleinen Stückchen und knetet die dann langsam in diese Keksmehlmasse rein. Zucker braucht ihr hier keinen, weil ja die Kekse quasi schon fertig gebacken sind und demzufolge schon die entsprechende Menge an Zucker enthalten. Genau, dann habt ihr eure Streuseln fertig. Der Trick ist tatsächlich der, desto wärmer eure Butter wird, desto kleiner und feiner werden die Streuseln. Aber ihr wollt ja große Streuseln. Deswegen die Butter möglichst kalt und entweder auch selber kalte Hände haben oder es direkt in der Küchenmaschine machen. Ich bin innerlich tot, deswegen geht es bei mir auch mit den Händen. So, und ansonsten nehmt ihr euch jetzt einfach eure Äpfel und schneidet die. Ich schneide die der Einfachheit halber erstmal in Scheiben, dann fange ich an, sie zu schälen. Das geht recht einfach, ohne große Zauberei. So, und nachdem ihr die dann in Scheiben geschnitten habt und geschält habt, wie gesagt, das mache ich nur der Einfachheit halber, weil ich Grobmotoriker bin, tut ihr sie einfach in entsprechend kleine Stückchen schneiden. Das ist tatsächlich euch überlassen, wie klein ihr die haben wollt. Ich persönlich mag es lieber sehr klein. Gerade im Crumble finde ich das immer ein bisschen angenehmer. Ich glaube, das ist auch tatsächlich Geschmackssache, ob ihr die in Würfelchen schneidet oder in kleine Stückchen oder wie auch immer. Ich gehe mal davon aus, dass das für den Garprozess tatsächlich verhältnismäßig egal ist. Und ich nehme auch an, dass das nicht unbedingt gleichmäßig sein muss. Das könnt ihr machen, wenn euer innerer Monk das verlangt. Aber ich glaube, das ist nicht zwingend notwendig.
Damit haben wir unsere Äpfel geschnitten. Genau. Und es geht gleich weiter. Ich habe jetzt einfach noch mal eine kleine Menge Kekse genommen, die noch mal klein gebröselt und werde die gleich als Boden benutzen. Es geht jetzt weiter. Wir holen uns jetzt unsere Backform. Umgang mit Backformen, vor allem wenn sie aus Glas sind, ist, dass man sie nicht fallen lässt. Gut, wir haben jetzt die Backform mit einem Boden aus klein gekloppten Keksbröseln gefüllt, dass wir eben quasi eine Bodenschicht haben. Und da werfen wir jetzt unsere Apfelwürfel drauf. Die verteilen wir schön, dass das auch wirklich überall ein bisschen was ist. Fein aus. So. Und ich würde jetzt tatsächlich hier noch ein bisschen Zucker-Zimt draufstreuen und eventuell sogar ein kleines bisschen Zitronensaft und auf jeden Fall noch mal ein, zwei Stückchen Butter, damit das Ganze eine richtig schöne Soßenartigkeit bekommt, sag ich mal. Wirklich einfach nur ein paar Spritzer Zitrone. Gar nicht viel. Aber nur so ein bisschen. Irgendwo in diesem Haushalt gab es Zucker und Zimt schon. Aber wo ist die spannende Frage? Leider keinen Zucker-Zimt gefunden habe, ignorieren wir das einfach. Gut, wir haben jetzt den oberen Teil des Crumbles soweit fertig. Wie gesagt, hier werfe ich jetzt noch zwei, drei kleine Batzen Butter drauf und nachdem das erledigt ist, werfe ich das Ganze erstmal ohne die Streusel. Das ist wichtig. Wir haben nur den Boden und die Äpfel. Ohne die Streusel für eine Viertelstunde in den Ofen. Und nach der Viertelstunde bei 150 Grad würde ich es jetzt erstmal versuchen, würde ich dann die Streusel draufschmeißen und nochmal 10 Minuten backen. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann. So, ich habe jetzt gerade die erste Ladung, die nur aus Äpfeln und Boden bestand, aus dem Ofen geholt. Wie gesagt, 15 Minuten bei 150 Grad habe ich es jetzt gemacht. Und habe jetzt quasi oben drüber die Streuselschicht verteilt. Habe die auch ein kleines bisschen angedrückt, aber wirklich nur ein bisschen. Die Streusel sind auch zu meiner Zufriedenheit groß geworden. Und ja, dann habe ich das Ganze nochmal für 10 Minuten bei 150 Grad in die Heißluft geschmissen. Und jetzt ist das fertige Produkt fertig. Ich habe dann quasi einfach nur die Auflaufform aus dem Ofen geholt und habe das Ganze verteilt. Bei mir kamen jetzt vier ganz vernünftige Portionen raus. Denn seien wir ehrlich, das Zeug ist Zucker mit Zucker mit Zucker. Das heißt, da isst man sowieso keine riesigen Portionen. Also vier kleine Schüsselchen bekommt ihr da raus. Und mit vier Schüsselchen wird doch tatsächlich auch ganz schön jemand satt. Ich bin grundsätzlich sehr glücklich. Ich muss sagen, ich hätte, glaube ich, lieber die Äpfel ein bisschen vorbearbeitet, nochmal mit Butter quasi angebraten.
dass es ein bisschen feuchter ist. Mir ist es ein bisschen zu trocken, aber das mag an meiner Herangehensweise liegen, dass ich eben die fertigen Cookies genommen habe, die Biscoff-Kekse, und deswegen die Biscoff-Kekse erst viel später dazugetan habe. Ich nehme an, wenn du so eine Schicht aus Biscoff-Keks gleich von Anfang an mitdeckst, dass die Flüssigkeit nicht so verdampft. Und dann wird's auch nicht ganz so trocken. Aber wie gesagt, das habe ich mir hier nicht getraut, weil die Biscoff-Kekse ja schon einmal gebacken sind und nicht, dass die dann furchtbar werden. Wir nehmen einfach mal einen Probierlöffel, damit ihr die Crunchizität beurteilen könnt. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich. Ich hätte, glaube ich, für die Menge an Streuseln doch eine größere Menge Apfel gehabt. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, wunderschöne Weihnachtszeit. Lasst euch nicht ärgern, macht euch gutes Numm und wir sehen und hören uns demnächst wieder. Tschüss, eure Dela.